Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen mit einem weiteren Let's Rock Crisis. Ihr hört es schon garantiert an der Qualität meiner Stimme. Ich habe jetzt endlich ein vernünftiges Mikro. Ich benutze nicht mehr mein Headset-Mikrofon, sondern jetzt ein richtiges Aufnahmemikrofon von Logitech. Ich habe es mir eben schon mal probeweise angehört. Klingt definitiv besser, würde ich sagen. Und ich klinge jetzt auch lauter. Denke ich mal, ist eine ganz schöne Sache. Dann müsst ihr nicht mehr das Video so laut stellen, dass euch der Kopf platzt. Also hoffe ich, dass dadurch mein Let's Rock ein bisschen an Qualität gewinnt. Crisis. Gerade machen meine Kumpelpanzer alles für mich. Schieß mal ein bisschen drauf. Part 14 sind wir. Ich hoffe, dass ich mit 40 Parts durch bin, weil ich ja Warhead auch noch machen möchte. Und danach entsprechend Crisis 2. An dieser Stelle schon mal eine Ankündigung. Egal was, auch wenn ich alles andere abbrechen muss, es wird auf diesem Kanal ein komplettes Let's Rock von Bulletstorm geben. Hat ganz simpel den Grund, ich finde Bulletstorm einfach hammergeil. Ich muss nur noch gucken, ob ich irgendwo eine Version davon kriege. Weil die deutsche USK mir da eventuell einen Strich durch die Rechnung macht. Also sollte ich wirklich nicht ohne illegale Maßnahmen an der Version rankommen, dann werde ich das natürlich lassen. Aber erstmal hoffe ich, dass das klappt. Junge. Das ist mal wieder so eine Scheißsituation. Hi. Toll, was soll ich jetzt machen? Nein, das war eigentlich nicht so gedacht. Okay. Lass mal wieder Leben holen. Puh, da hat sich der Panzer auch erledigt. Junge. So nervig. Ganz, ganz schlechte Idee. Wenn ich renne jetzt noch irgendwo. Ach, das habe ich gesucht. Also nicht den Panzer hinter mir. Nein, den habe ich nicht gesucht. Den möchte ich ehrlich gesagt lieber loswerden. Sondern. Das hier. Beziehungsweise ihn hier. Ihn habe ich gesucht. Jetzt ist er auch kaputt, der Panzer. Hier muss doch noch. Hier ist doch noch eben einer gestorben. Hier. Ja. Schön, dass der auch gleich einen. Ach, der ist ja noch gar nicht kaputt. Das ist mal für den Arsch. Ah, da habe ich einen Jeep. Der Jeep bringt mir nichts. Jetzt ist der Panzer weg. Gut, dann eben weiter im Text. Da hinten ist die Blockade mit Panzer. Okay. Nicht kaputt. Ich hasse das. Jetzt muss ich. Oh, Junge. Ja, das war ja klar. Nicht schnell genug in Deckung gekommen. So, wo laden wir? Ja, toll. Ganz toll. Das ist mal typisch. Mein Gott. Komme ich da irgendwie raus? Hinlegen, Leben regenerieren.
Werfen wir mal eine. Jetzt sind wir zwei. Ach, Junge. Ja, das macht euch Spaß, ne? Das macht ihnen Spaß. So, was ich jetzt machen werde. Mir brüllt da gerade irgendeiner was von fucking ins Ohr. Also das mache ich jetzt natürlich nicht. Momentan nehme ich ja auf. Wo kommen wir denn da hin? Aber... So. Nicht kaputt, ich raste aus. Schön, dass wir hier so eine Halbsniper haben. Ist das Drecksding denn jetzt im Arsch? Nein, natürlich nicht. Wie sollte es denn auch? Ach, wenigstens habe ich einen Kumpelpanzer. Dann mal weiter im Text. Sind hier noch irgendwelche verfickten Gegner? Nein. Ja, das riecht mich gerade ein bisschen auf hier. Ach. Oh. Na, da oben. Jo. Ganz knappe Sache. Kommst doch mal wieder raus. Hat sich's mit dir. So, hier rechts und links sind sie doch garantiert noch zugange. Uah. Ja, ich wusste doch, ich hatte da eben so ein Minenschild gesehen. So, jetzt nicht mehr. Das ist ein MG, das finde ich nicht gut. Schießen wir mal mit einem Granatwerfer. Oh! Junge, was zur Hölle war das? Minen? Hier irgendwo noch Gegner? Ah, da rutscht Gegner. Hat er irgendwas für mich? Moment, das sah doch eben ähnlich aus. Funktioniert das auch? Wow. Schön. Ja. Damit wir so weit wären. Dass wir weiterfahren können. So, was müssen wir jetzt machen? Ein Tankdepot. Ein Panzerdepot. Oh, ganz toll. Panzerdepot. Ja, finde ich lustig. Filmsequenz, was kommt? Ich kann mich jetzt noch fahren. Das ist keine Filmsequenz. Wow. Was ist das? Junge. Kommt ein Berg runter. Echt schmerzhaft. Ja, soweit so gut. Na, was haben wir da? Kaputten Jeep haben wir da. Und da startet... Ey, sag mal, will der mich verarschen oder was? Der startet doch nicht hier direkt vor meiner Nase. Junge, da möchte ich jetzt nicht sein da unten. Eindrucksvoll gemacht, das muss man sagen. Oh, was ist das denn für ein blaues Ding? Ist da ein Riesen-Alien drin? Da ist ein Helikopter noch. Knapp daneben. Ach, getroffen. Bam, nein. Auch nicht erwischt.
Jetzt habe ich ihn getroffen. Ah, da hinten ist wieder Feind. Ja, erwischt. Und kaputt. Finde ich gut. Frag nicht, warum ich da jetzt gerade drauf geschossen habe. Das sind Freunde. Okay. Finde ich gut. So. Ist das der Feind? Ich würde irgendwie drum wetten. Ja, da schießt was. Also Feind. Also tot. Boah. Schön, schön. Ist keiner drin. Könnte aber jemand rein. Um diesen jemand kümmere ich mich dann mal gerade. Ich glaube, das fand er schon nicht lustig. Au! Ey, ich bin Freund! So feindlich sehe ich doch jetzt auch nicht aus, oder? Ich meine, gut. Nano-Suit. So, Granaten. Smokes. Ich immer noch nicht voll. Das ist voll. Ah. So, jetzt habe ich voll. Okay, setzen wir uns mal wieder in meinen Panzer. In unseren Panzer. Und fahren mal weiter zusammen mit denen hier. Ja, ich sehe gerade auf der Uhr. Das war's dann auch mit diesem Crisis Part. Ich könnte ihn, glaube ich, noch ein bisschen länger machen, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Hier fängt jetzt ein neuer Abschnitt an. Da unten werde ich gleich garantiert, da ist das Ziel. Da werde ich gleich garantiert was in die Luft jagen müssen. Also würde ich sagen, bis dann. Zum nächsten Mal. Ciao.